Hallo und willkommen zurück bei Elex 2. Wir machen jetzt erstmal Dronis-Quest. Gehen wir die neuen Chips suchen. Positiv. Die Ortung liegt direkt vor uns. Also wie immer, du folgst mir und wir holen uns die Dinger. Nira machen wir dann danach. Scheiße. Willensstärke. Was wohl mit mir passiert wäre, wenn der Kontrollchip des Hybriden bei mir damals funktioniert hätte? Wäre ich dann nicht genauso verblendet wie alle anderen dem Wahn der Maschine verfallen? Na, kein schöner Gedanke. Dass sie immer noch Totenkopf für mich sind. Höhere Fluktuationen der neuronalen Systeme. Die Skyans wissen offenkundig, dass wir ihre Chips analysieren und zerstören. Sollen sie? Wir werden sie schon erwischen. Wieso rennt der eine weg? Gefahrenstufe. Starte erweiterte Sensorenabtastung. Was auch immer du sagst. Immer noch mal einen Treibstoff, wo ich keinen mehr brauche. Aber ein kleiner Elex-Trank, der muss sich direkt looten. Da ist noch eine Kiste. Mich auch sehr stark. Die Analyse der Kontrollknotenchips ergab wenig neue Erkenntnisse. Was denn? Nichts? Nicht einmal ein bisschen? Die Skyans scheinen mehrere künstliche Intelligenzen zu benutzen, um unwichtige und redundante Arbeiten zu erledigen. Okay, das tun viele Menschen ebenfalls. Aber inwieweit sind die Skyans von den Maschinen abhängig? Oder ihnen vielleicht sogar hörig? Dazu konnte ich nichts Relevantes finden. Also nichts. Heißt das dann nicht im Umkehrschluss, dass die Skyans autonom handeln, ohne Abhängigkeit von der Maschine? Meine Berechnungen sind hier nicht eindeutig. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es so sein könnte? 49,98%. Ah, das ist in der Tat nicht eindeutig. Wir brauchen noch einen weiteren Scan, um die Tendenzen zu verifizieren. Na schön, machen wir das. Melde dich, wenn du etwas Neues hast. Ja, Commander. Am Ende ist das so, dass die Kalan-KI, die da in der Schleife hängt, die hier gerufen hat und deswegen sind die nur gekommen. Hm.
Protokoll 589. Kontinuierliche Überwachung des neu entdeckten Objektes. Außergewöhnlich starke Veränderung der Flugbahn. Die Berichterstattung an Dr. Dawkins erfolgt alle 2 Stunden. Dawkins? Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Boah. Was ist eine Truhe? Erfahrener Jäger und plus 5 Stärke. Ich mal gerade reingucken. Ich würde den Bücherwurm verlieren. Den ich sowieso schon habe. Ich würde einen erfahrenen Jäger bekommen. Das wäre der hier. Den habe ich aber auch schon. Das heißt, es ging wirklich nur... Im Moment würde ich, habe ich den, glaube ich, auf Stufe 3. Dadurch, hier steht zwar 2, aber... Ich habe ja das eine, das müsste mir dann plus 3 geben, weil ich kann ja auch schwerer öffnen. Aber würde dann Stärke plus 5 kriegen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Vor allem könnte ich dann den direkt nutzen. So, jetzt sind wir schon mal hier. Dann gehen wir jetzt mal zu ihr. Ja, komm, gehen wir direkt zu ihr. Mit Droni. Droni noch mal hier Dings? Nee. Hey, was machst du denn hier? Ich hatte schon befürchtet, dass du mich finden würdest. Warum kannst du mich nicht einfach ziehen lassen? Ich habe zu viel in dich investiert, um dich jetzt einfach wieder aufzugeben. Eine sehr nüchterne und sachliche Erklärung. Doch kaufe ich sie dir nicht ganz ab. Mehr wirst du nicht bekommen. Du wirst mir jetzt erst einmal erklären, was der Unsinn hier soll. Es sind die freien Menschen. Bei meinen zahlreichen Bemühungen, mein Volk zu schützen, habe ich viel über die anderen Gemeinschaften gelernt. Ich musste erkennen, dass ihre Intentionen und Beweggründe sich im Grunde nicht sehr von denen meines Volkes unterscheiden. Ist das etwas Gutes oder nicht? Nein, ganz und gar nicht. Es würde bedeuten, dass ich Zeit meines Lebens dem Irrglauben erlegen war, dass... Tut mir sehr leid, dass dich das so belastet. Ich werde niemals einer von ihnen sein. Vielleicht nicht, aber du kannst es versuchen. Wenn du jetzt aufgibst, dann werden die Skyans letztlich doch gewinnen. Schmerz, Leid, Zweifel und auch Gefühle wie der Hass und Gewaltbereitschaft. Das alles sind sehr menschliche Eigenschaften. Sieh es nicht als Schwäche an. Es ist eine Erweiterung deiner Wahrnehmung und deiner Fähigkeiten, dich in andere hineinzuversetzen. Komm mit mir, ich werde dir helfen, deinen Weg weiterzugehen. Aber es ist so schwer. Du bist in einem ständigen Wechselbad der Gefühle gefangen zwischen deiner Logik und deinen Emotionen. Lass mich dir helfen, gemeinsam kommen wir da durch. Und wenn ich versage? Dann versagst du, aber du bleibst nicht einfach stehen. Deine
Deine Willensstärke ist unermesslich. Das ist keine Willensstärke, Nyra. Das ist Menschlichkeit. So, und jetzt komm. Wir haben noch eine Menge zu erledigen. Gut. Ich werde dir folgen. Und doch habe ich noch ein Anliegen. Und das wäre? Die Skyans. Ich will auch ihre Pläne studieren. Pläne der Menschen konnte ich ja noch verstehen, aber die der Skyans? Tu mir einfach den Gefallen. Ich muss etwas extrem Wichtiges verifizieren. Ich konnte eine kleine Gruppe von ihnen ausmachen, die nicht weit von hier operiert. Wirst du mich begleiten, wenn ich versuche, ihre Pläne zu erbeuten? Wie ich hörte, hast du eine Entscheidung getroffen, was deine Zukunft mit dieser Frau angeht? Oh, du meinst, weil ich... Ja, ich schätze, das habe ich. Gut. Dann weiß ich ja, woran ich... Nun, ich fühle mich informiert. Vielen Dank. Oh, ich hätte also auch mit der zusammenkommen können. Gut zu wissen. In Ordnung. Ich werde dir helfen, strategische Pläne der Skyans zu erarbeiten. Wahrscheinlich mit allen, ne? Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Außer mit Drohnen. Sie werden uns sofort angreifen, sobald sie uns sehen. Das bin ich gewohnt. Die Methode, wie wir an die Pläne kommen, überlasse ich dir. Oh Mann. So ein Dreck. Aber pass auf, dass sie uns nicht überrumpeln. Also, dass wir an die Pläne von denen kommen, ist doch eigentlich logisch. Also, ich habe schon so meine Erfahrung mit den Kerlen. Ich weiß, dass die wir auch sollten trotzdem wachsam bleiben. Normalen Papier geschrieben Kultur, sind. Die diese Bauten hinterlassen hat. Das nehme ich mal als Kompliment. Nun, du hast die Skyans erledigt, aber hast du auch ihre Pläne? Da war ja noch was. Dann geh schnell und hol sie. Da hinten geht wieder der Ignadon-Typ, der Alp-Typ, ne? Die Frage ist, wo haben die denn ihre Pläne? Die auf Papier, das ist halt kurios. Hier sind die Pläne der Skyans. Zeig sie mir. Es ist, wie ich es mir gedacht habe. Sie sind exakt nach demselben Strickmuster strukturiert wie die Pläne der Menschen. Die Wahrheit ist nun einmal die Wahrheit. Und die wäre? Die Erkenntnis ist, ich verstehe es jetzt. Der Selbsterhaltungstrieb, die Ideologien, das Zusammenrotten, die Liebe, auch der Hass. Ich bin von einem ruhigen und logisch denkenden Individuum zu einem zeitweise explosiven und hochsensiblen Menschen geworden. Und es beginnt mir zu gefallen. Ja, ich weiß, ich schwenke oft von einem Extrem ins andere. Doch ich glaube, ich möchte es nicht mehr missen. Auch wenn es heißt, dass ich unter der Last der Emotionen oftmals leiden muss. Kommt mir sehr bekannt vor, da kenne ich auch ein paar, die ja von einem Extrem ins andere Extreme rübergehen. Ich finde, du schlägst dich ziemlich wacker. Danke, dass du mich nie aufgegeben hast. Ich bin dir etwas schuldig. Tatsächlich? Wie wäre es dann mit... Nie wieder Wachdienst, verstanden? Hey, nein. Nie wieder Wachdienst. Versprochen. Gut,
Dann lass uns weitermachen. Ich glaube, wir haben noch einiges unerledigt gelassen. So, das war sie. Ob Kaya jetzt direkt schon wieder was hat? Wir haben jetzt beide Sachen von Droni gemacht. Droni, wie sieht's aus? Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Machen wir. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Deswegen habe ich dich angesprochen. Danke, das reicht hoffentlich wieder für eine Weile. Stand by. Ich habe eine neue Kontrollknotenchip-Ortung in Tavar, Commander. Wie praktisch. Gut, dann kriegen wir jetzt hoffentlich heraus, wie abhängig die Skyans von ihren künstlichen Intelligenzen sind. Sind die Skyans eventuell selbst miteinander verbunden und kommunizieren mit ihrem Geist? Leben sie möglicherweise sogar in einer Art geistigen Kollektiv? Theoretisch wäre das möglich, jedoch nur außerhalb von Kampfsituationen. Zur Kommunikation bräuchten die Skyans eine Art Ruhephase. Und da wir wissen, dass sie keine Ruhe geben, bis sie ihr Ziel erreicht haben? Die Skyans kämpfen nicht ununterbrochen. Ach was, das ist ja eine sehr intelligente Schlussfolgerung. Trotzdem bringt uns das nicht weiter. Commander, ich bin irritiert. Oh, wie kann ich dir helfen? Meine Systeme vermerken vermehrtes Auftreten unsinniger Konversationen. Schon gut, das ist nur ein wenig Sarkasmus. Ich habe gerade keine leichte Zeit. Manchmal muss es einfach raus. Verstehe. Erstelle Vermerk in meiner internen Datenbank zur späteren Weiterverarbeitung. Ach, nee. Vielleicht machst du das besser nicht und wirfst diesen Informationsmüll aus deiner Datenbank, okay? Daten gelöscht. Gut, ist besser so. Ich möchte nicht, dass du dich zu lange damit beschäftigst. Kümmere dich besser um wichtigere Aufgaben. Womit beschäftigen, Commander? Genau. Also auf geht's. Holen wir uns die Chips und lass uns herausfinden, wie die Skyans ticken. Ja, Commander. Eine größere Anzahl Soldaten der Skyans patrouilliert in dem Gebiet direkt vor uns. Sie machen es uns auch nicht leichter, oder? Ah, Scheiße. Negativ. Scheiße, negativ. Alles klar. Moin, was geht denn so bei euch? Seid ihr alle hier? Kümmert sich um die anderen, ne? Thank you.
Ich hätte meine Ratte getötet aus Versehen. Und was ortest du sonst noch? Zurzeit keine weiteren Informationen. Wahrscheinlichkeit der aufgestellten These liegt bei 89,4%. Okay, zu welcher Seite? Die Skyans sind nach meinem derzeitigen Wissensstand höchstwahrscheinlich unabhängig denkende Wesen. Dann steckt also hinter Cassandra wirklich nur eine künstliche Intelligenz und kein Skyant-Wissenschaftler oder Soldat? Höchstwahrscheinlich. Interessant. Die AIs, die die Skyans einsetzen, wären demnach tatsächlich lediglich Mittel zum Zweck und nicht mehr als Werkzeuge. Alle Daten deuten darauf hin. Ich weiß nicht, was mich jetzt mehr beunruhigt. Nun doch, was passiert, wenn sie ihre intelligenten Automaten gänzlich verlieren würden? Wie verwundbar sind sie, wenn sie all ihre Maschinen manuell steuern müssten? Ein weiterer Scan würde uns mehr Aufschluss geben. Ich muss allerdings zunächst meine internen Systeme rekalibrieren. Mach das. Aber nicht zu laut, okay? Die Lautstärke meiner internen Systeme ist nicht... Frage, war das wieder eine deiner unsinnigen Bemerkungen? Ja, aber... Hey, sagte ich nicht, du solltest diesen Blödsinn nicht abspeichern und aus deiner Datenbank löschen? Ja, aber... Meine Systeme haben gerade keine leichte Zeit. Ah, sehr gut. Ich sehe, wir verstehen uns. Gut, dann melde dich, wenn du eine weitere Ortung hast. Ja, Commander. Das war gut. Brennbare Flüssigkeiten in der Erde geortet. Und was bedeutet das jetzt für mich? Keine akute Gefahr erkannt. Empfehlung: Bohr-, Tunnel- oder Bergbauarbeiten sollten mit höchster Vorsicht durchgeführt werden. Gut, dass ich nicht vorhabe, hier einen Tunnel zu graben. Hier war ich schon mal, jetzt alles gelootet. Hohe Einsturzwahrscheinlichkeit. Gut, dann können wir ja mal zurückgehen ins Vor. Mal gucken, ob es was Neues gibt. Ich mag Drohnen. Ob ich nach unten rein kann, ohne dass mir einer was sagen will. Hey, warte mal. Was? Ach so, lass mich raten. Wieder einer von deiner schwarzen Liste. Ja, aber dieses Mal wird es schmutzig. Und ja, es ist tatsächlich mein rechter Leibwächter. Der Kerl heißt Bru und ich hörte, er plündert die alten Ruinen von Ignadon. Ich traue mich gar nicht danach zu fragen, was er verbrochen hat, um auf deiner schwarzen Liste zu landen. Ich, Idiot, habe ihm während meiner Abwesenheit im Fort die Kontrolle über meine Geschäfte überlassen. Das ist ihm wohl zu Kopf gestiegen. Ihm gefiel es wohl ein bisschen zu sehr, auf meinem Stuhl zu sitzen. Erst fing er noch ganz zaghaft an, meine Autorität zu untergraben. Doch schließlich meldete er ganz dreist und offen Besitzansprüche auf meine Position im Fort an. Er drohte jedem Outlaw mit dem Tod, der mir jemals wieder folgen sollte. Sei mal ehrlich, was würdest du mit so jemandem anstellen, wenn du ihm nach Jahren irgendwo wieder begegnest, hä? Ja, ich weiß, ich habe schon viele schreckliche Dinge getan. Ja, genau, und darum werden wir ihm jetzt mal einen kleinen Besuch abstatten. Doch eins sage ich dir gleich, er wird sofort wissen, was wir von ihm wollen. Darum sollten wir uns auf einen Kampf vorbereiten. Was habe ich da gehört?
Du bist jetzt mit der Kleinen zusammen. Ja, diese Themenwechsel. Ja, das hast du richtig gehört. Warum? Ach, mach doch, was du willst. Lass dir aber bloß nicht einfallen, mich damit voll zu quatschen, klar? Suchen wir deinen Plünderer, Brew. Ja, es wird Zeit, dass er seine Packung bekommt. Da, hier irgendwo soll er sich herumtreiben. Ich kenne die Gegend. Sie ist nicht ganz ungefährlich. Dann sollten wir wachsam sein. Brew wird sofort angreifen, wenn er jemanden sieht. Dicker Flugzeughangar. Unfassbar. Da ist ein Teleporter. Also, geh schon. Bin da. Und du? Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Ich hab den doch schon trainiert. Da ist ja noch einer. Herbert aus dem Orbit. Er steckt hinter allem. Was für ein Hund? Meine Fresse. Brew war ein ganz schön harter Hund. Er hat verbissen gekämpft bis zum Schluss. Hauptsache, er ist erledigt. Ja, das ist er. Dann streiche ich seinen Namen von der Liste. Wie viele Namen stehen denn noch drauf? Nerv mich nicht damit. Wir sind noch lange nicht durch mit der Sache. Bald werde ich die nächste Kandidatin ausfindig gemacht haben. Kurz, ne, sie. Eine Frau? Ja, ich gebe dir Bescheid, sobald ich sie gefunden habe. Bis dahin mach einfach weiter. Jax. Ich hab doch eine Dings gemacht. Isura, Emre, Jax. Ich hab doch meinen Geist trainiert. Verdammt. Ich habe noch eine Menge zu erledigen. Aber mein Geist hat dich trainiert. Oh. Verdammt, wo bin ich? Wieder einer dieser Aussetzer. Ich sollte meinen Geist trainieren, um so etwas hier zu verhindern. Frage ist, wo ist Droni? Ach so, Kaya wird oben sein. Aber gut, dann kann ich mal gucken, ob ich hier noch ein Stärke-Ding kriege. Nee, nur ein Intelligenz-Ding. Mist. Aber ich bin ja fast nächstes Level. So, wo hängt denn Drohnen rum?
Warum ist Droni so weit weg? Vielleicht muss ich immer hier hin teleportieren. Scheiße, ich bin tot. Dass sie immer so weit weg sein müssen. Ich frage mich eigentlich auch warum. Als wären die mit zu dem Ort teleportiert worden und dann da erst die Gruppe verlassen wurde. Da ist Rodi. Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Danke. Das reicht hoffentlich wieder für eine Weile. Stand by. Scheiße. So vergibt es natürlich auch immer Zeit. Ich habe sie gefunden. Die nächste Kandidatin auf deiner schwarzen Liste? Korrekt. Ich wusste immer, dass sie im Fort geblieben ist. Ich habe nur an der falschen Stelle gesucht. Erzähl mir von ihr. Sie war meine beste Freundin. Ihr Name ist Sherry. Wir haben eine lange Zeit eine Menge Unsinn angestellt. Die Männer lagen uns zu Füßen. Und wenn uns einer gegen den Strich ging, haben wir ihn ziemlich schnell aus dem Weg geräumt. Noch jemand von deiner Sorte? Sie macht mir jetzt schon Angst. War eine geile Zeit. Doch irgendwann liefen die Dinge nicht mehr ganz so rund für uns beide. Ich glaube, Sherry hat es nie verkraftet, dass mir Männer immer noch einen Tick wichtiger waren als meine Beziehung zu ihr. Was hat sie getan? Sie hat einen ihrer Verehrer zu hart angefasst. Seine Leiche wurde am nächsten Morgen von Krähen zerfressen auf dem Schrottplatz im Fort aufgefunden. Mir war sofort klar, dass es Sherrys Werk war. So grausam konnte nur sie sein. Wow, und das aus deinem Mund. Es besteht also doch noch Hoffnung bei dir. Vergiss es. Leider war der Kerl ein wichtiger Handlanger meines Bruders, dem Duke. Er hätte Sherry vierteilen lassen, wenn er es herausgefunden hätte. Also hat Sherry mir den Mord in die Schuhe geschoben. Da mein Ruf im Fort sowieso schon ziemlich im Arsch war, hätte mir auch keiner meine Version der Geschichte abgekauft. Das war der Tag, an dem du aus dem Fort geflohen bist, nehme ich an. Ich hatte keine andere Wahl. Ja. Oh, sie verärgert mich immer noch. Jetzt geht das Ganze schon mal in die richtige Richtung. Hoffentlich haben die... Wo ist deine Freundin Sherry? Wir werden sie aufsuchen. Nenn sie nicht so. Die Zeiten sind lange vorbei. Komm mit, wir sehen nach, was meine Informationen tatsächlich wert sind. Aber... Hier soll es sein. Sherry soll sich in einem der Müllhaufen unterhalb des Fonds durchschlagen. Ich hatte nicht erwartet, dass sie so tief sinken würde, sonst hätte ich sie vermutlich schon viel früher gefunden. Wir machen das erst beim nächsten Mal weiter. Also bis dann. Ciao.